Kernthema heute in der Sendung ist das echte Game of Thrones. Bei der Arbeit zu meinem neuen Buch komme ich dem Kern der Machteliten immer näher und näher und näher und näher und weiß auch dann immer deutlicher und immer besser, was das für unsere heutige Situation bedeutet, was tatsächlich die Pläne sind und was, wie wir uns darauf einstellen müssen. Und ich gehe dann nicht nur auf ein Szenario ein, das heißt, ich beleuchte nicht nur ein Szenario, auf das ich mich dann irgendwie versteife, sondern ich beleuchte mehrere Szenarien und beschreibe dann eben die Wahrscheinlichkeiten von diesen einzelnen Szenarien. Und dabei ergeben sich dann diverse Kombinationen. Ja? Also es fängt dann an bei dem Kernszenario 1 und geht dann weiter zu 1a, 1b, 1c und so weiter und so fort. Aber jedes dieser Szenarien erzählt uns unglaublich viel über die jetzige Situation, über die nächsten Jahrzehnte und gerade auch über den globalen Konflikt, der sich da gerade immer weiter und weiter und weiter verschärft. Zwischen Ost und West, zwischen diversen Gruppierungen innerhalb der jeweiligen Länder. Und ich kann, wie gesagt, ich kann dieses Buch überhaupt erst jetzt schreiben, weil ich ja die ganzen Jahre zuvor, 10, 12 Jahre zuvor, mir verschiedenste Bildungen angeeignet habe und das gefährlichste Szenario in meinem Buch, das gefährlichste Szenario ist die heimliche Weltregierung bereits seit dem 18. Jahrhundert von Hannover, Hessen, Kassel, Sachsen-Coburg-Gotha, Romanov. Das ist das gefährlichste Szenario. Also richteten sich die meisten Kriege fortan in Wirklichkeit gegen die Bevölkerungen, wird ein dritter Weltkrieg abgesprochen, um erneut die Bevölkerungen zu dezimieren und zu verarmen. Also haben sich diese Mitglieder dieser verwandten Clans, haben die sich gar nicht wirklich miteinander verkracht, haben die sich gar nicht wirklich miteinander aufs Messer bekämpft und haben sie gar nicht wirklich ihre Bedeutung und ihre Macht verloren an diverse dröge Bürokraten und politisch unerfahrene Raubbarone. Also besaß diese Großfamilie alle wichtigen Throne bereits im 18. Jahrhundert und hat man dann eben diese Kriege inszeniert, Fake-Revolutionen inszeniert, um die eigene Herrschaft zu verbergen, um dementsprechend auch die Bevölkerung zu schwächen. Weil die große Bedrohung war nicht mehr unbedingt irgendwelche anderen fremden Imperien, sondern mit den Franzosen wurde man fertig, mit dem Osmanischen Imperium wurde man fertig. Das war nicht mehr das Problem. Und die anderen wichtigen Thronen, die waren alle miteinander verwandt. Das war alles Familie, war alles Family. Die einzige Bedrohung war nur noch aus dem Inneren heraus. Also um die Herrschaft abzusichern auf alle Ewigkeiten. Dazu war es halt anscheinend notwendig, Kriege zu inszenieren zwischen den einzelnen Familienoberhäuptern. Also in den jeweiligen, was ich, Russland und Britannien und Deutschland und so weiter. War es anscheinend notwendig, diese Kriege anzuzetteln, Fake-Revolutionen anzuzetteln, um die Bevölkerung zu dezimieren, um sie immer wieder zu schwächen, um die Bevölkerung zu verarmen, damit einfach keine Konkurrenz entsteht zu der Herrschaft. Es erinnert an den Roman 1984 von George Orwell, wenn Sie sich daran erinnern. Es gibt drei Großreiche in 1984 und die befinden sich in einem ewigen Krieg miteinander und es geht auch eben das Gerücht natürlich herum, dass es wird implizit so ein bisschen angedeutet, dass diese drei Imperien in Wirklichkeit eines sind und dass sie diesen ewigen Krieg einfach nur künstlich inszenieren, um die Leute dann zu drangsalieren. Und das wird auch in diesem rebellischen geheimen Buch dann, Goldstein und so weiter, wird das dann auch noch erklärt. Es ging ja nicht irgendwann nur noch darum, dass man Wohlstand vernichtet, dass man die Leute halt dazu zwingt, zu arbeiten, 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 dass die Güter dann wieder vernichtet werden. Also quasi Löcher buddeln, wieder zuschaufeln. Nur Krieg hat es sich dann eben tatsächlich dann als effektivste Lösung erwiesen, um die Bevölkerung klein zu halten, um immer wieder Wohlstand zu vernichten. Also der Wohlstand wird aufgebaut, der Wohlstand wird vernichtet. Die Bevölkerung entwickelt sich weiter, die Bevölkerung wird wieder dezimiert. Und Krieg ist dann, wie beschrieben in 1984, das Mittel der Wahl. Und in 1984 wissen alle Regime, alle von den drei großen Regimen, dass sie niemals die anderen werden besiegen können, selbst wenn sich zwei gegen einen zusammenschließen.
Und es gibt dann immer wechselnde Allianzen und wird sich dann gelogen, wir waren noch nie im Krieg mit denen und so weiter und so fort. Also. Gab es bereits im 18. Jahrhundert eine heimliche Weltregierung? Haus Hannover, Hessen, Kassel, Sachsen, Coburg, Gotha, Romanow. Alles eigentlich eine Familie. Man besaß alle wichtigen Throne. Mit den Franzosen wurde man dann fertig, mit dem Osmanischen Imperium auch. Überhaupt kein Problem. Auch mit Napoleon wurde man fertig, denn die Familie hielt dann zusammen. Russland und Deutschland und England hielten dann zusammen. Und sie besiegten Napoleon. Das war kein Problem mehr. Und mit den Kolonien kam man auch gut zurecht. Also die britischen Kolonien, China, Indien, damit kam man zurecht. Russland kontrollierte seine Peripherie. Russland hatte auch natürlich dann Japan klein halten können. Also eigentlich lag diesen Clans, dieser Großfamilie, Hannover, Hessen, Kassel, Sachsen, Coburg, Gotha, Romanow, ihnen lag die Welt zu Füßen. Es gab keinen großen Konkurrenten mehr außerhalb der Familie. Das Herrschaftsmodell war nur noch von inneren Faktoren bedroht. Bevölkerungszuwachs, Technologie, mehr Bildung, mehr Wohlstand, Widerstand gegen Monarchen aus der Bevölkerung. Und um die eigene Herrschaft auf ewig zu sichern, mussten Kriege hauptsächlich gekämpft werden in diesem Szenario. Mussten Kriege nur noch hauptsächlich gekämpft werden, um die Bevölkerungen zu verarmen und zu dezimieren. Das heißt, man muss dann ab diesem irgendeinem gewissen Punkt im 18. Jahrhundert muss man eben dann die Geschichte anders betrachten und die Strategie der einzelnen Imperien aus diesem Clan auch anders betrachten. Man kann also nicht das gleiche Denkmodell verwenden, wie man es in den Jahrhunderten vorher verwendet hat. Oh, wir haben diese einzelnen Imperien und die kämpfen gegeneinander und konkurrieren miteinander. Es gab ja viele Dynastien auf der Welt vorher, die dann versucht haben, durch taktisches Verheiraten und durch taktische Eheschließungen ihren Einflussbereich zu vergrößern. Aber nur Hannover, Hessen, Kassel, Sachsen, Coburg, Gotha, Romanow und natürlich dann die anderen, die dann noch die Abkömmlinge, Sonderburg, Glücksburg und so weiter. Nur die haben es tatsächlich so geschafft, wie sich es einige gewünscht hätten, nämlich halt alle wichtigen Throne der Welt zu besetzen. Die Kinder und Enkel von der britischen Königin Victoria hatten das geschafft, wovon andere Dynastien träumten. Und wir sollen glauben, dass diese Familie sich gegenseitig bekämpft hat, sich gegenseitig ruiniert hat und dadurch unbedeutend wurde. Dass eben dann blasse Bürokraten, machtpolitisch unerfahrene Raubbarone die Macht übernommen hätten. Es war aber für diesen Superclan völlig offensichtlich, dass ihnen die ganze Welt zu Füßen lag und sie nur mit Zusammenhalt eine Zukunft hatten und dass sie dann eben auch Kriege brauchten gegen die Bevölkerung, ihre eigenen Bevölkerungen. Und dass sie diese Kriege brauchten, um Wohlstand zu vernichten, um Bildung zu vernichten, um Freiheit zu vernichten und um einen Haufen Leute auch umzulegen. Die USA, Amerika, also vor den USA, die war es ja britisch, Amerika, britische Kolonie durch und durch. Durchsetzt mit Logen, britischen Geheimdiensten und so weiter. Und es war klar, dass nicht auf ewig der britische König dauerhaft offen über Amerika herrschen konnte. Man konnte auch nicht auf Ewigkeit dann britische Truppen aufwenden. Ich meine, Sie wissen ja, wie groß Amerika letztendlich ist und wie sinnlos das Unterfangen ist. Wie unbezahlbar das Unterfangen ist, überall jetzt britische Soldaten hinzustellen und dann die Loyalität gegenüber dem König einzufordern. Es war klar, dass die Leute irgendwann die Nase voll hatten von dem britischen König und von den Steuern und dass sie dann irgendwelche eigenen Suppen kochen möchten. Den amerikanischen Bürgern ging es auch zu gut, also was lag näher, als eine Fake-Revolution durchzuführen, einen Krieg zu inszenieren und die amerikanischen Bürger abzuzocken? Was lag näher, meine Damen und Herren? Fortan dachten die Amerikaner nach dem Unabhängigkeitskrieg, sie seien frei. Ich sehe aber keinen annähernd überzeugenden Beweis, dass Hannover, Hessen, Kassel und so weiter seine Macht über die amerikanischen Kolonien wirklich verloren hatte. Also kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg, dem sogenannten Unabhängigkeitskrieg, wo gar nicht sonderlich viele Leute verhältnismäßig umkamen. Das war auch für Großbritannien jetzt finanziell kein großes Ding und schließlich
wahrscheinliche britische Agenten wurden ja dann in Amerika zu den großen Raubbaronen im Pelzhandel und in anderen Geschäften und haben dann einen riesigen Reibach gemacht. Und diese ganzen grandiosen Vermögen, Astors und so weiter und so fort, diese ganzen grandiosen Vermögen waren wahrscheinlich nichts anderes als britisches Geld. Also haben die Briten durch diesen Unabhängigkeitskrieg letztendlich, oder hat Haus Hannover durch die amerikanische Unabhängigkeit nicht wirklich verloren, sondern wahrscheinlich eher noch gewonnen. Man hat also die offene Herrschaft in eine verdeckte Herrschaft gewandelt. Man hat den Leuten die Illusion gegeben in Amerika, sie seien frei. Und man hat das Empire dadurch schwerer angreifbar gemacht, weil es halt eben dann nicht mehr so einfach greifbar war. Sondern es gab dann die Raubbarone, es gab die Parteien und es gab politische Funktionäre, die im Unabhängigkeitskrieg groß wurden und als Gründerväter galten und so weiter und so fort. All diese Dinge. Und ich meine, wir haben das ja auch schon, diesen gleichen Trick später gesehen, also viel, viel später, nach dem Ende der Sowjetunion. Also man hat ein kommunistisches Regime einfach umgewandelt in ein, also man hat das Regime umgewandelt in eine neue Form, neuer Look, neues Feeling. Aber letztendlich waren es die alten Eliten, die dann letztendlich weiter geherrscht haben. Und natürlich gab es Postengeschache, aber letztendlich war das eine große Inszenierung. Und man hat dann auch in den 90er Jahren in Russland diverse Fake-Oligarchen aufgebaut. Der Geheimdienst hat sich irgendwelche Nobodies rausgesucht. Systemtreue Bürger der dritten Generation hat die dann zu Milliardären gemacht. Aber es war eigentlich alles nur Geld der russischen Elite. Nicht wirklich das Geld dieser Pseudo-Oligarchen und Milliardäre. Also hier haben wir das gesehen, in den 90er Jahren in Russland haben wir diese Tricks, in den 1990er Jahren haben wir diese Tricks nämlich gesehen, die wahrscheinlich schon damals in Amerika zum Einsatz kamen. Fake-Revolution, einfach nur ein Umbau des Empires, Schaffung von Fake-Oligarchen, Schaffung von Fake-Parteien, Schaffung von Fake-Freiheit. Was lag näher damals, als eine fake-amerikanische Revolution durchzuführen? Einen Krieg zu inszenieren und die Amerikaner abzuzocken. Vorher ging es den Amerikanern relativ gut, den Bürgern. Nachher waren sie abgezockt und die Währung war nichts mehr wert, der Continental und so weiter. Rund 70 Jahre später brach man dann den komplett überflüssigen, also für die Bevölkerung überflüssigen amerikanischen Bürgerkrieg vom Zaun, der wiederum nur dem Ziel diente, Bürger auszulöschen und in die Pleite zu treiben. Also offiziell ging es dann um die Sklavenfrage und natürlich hatten die Hannoveraner, Hessen-Kassel Monarchen hatten natürlich dann Kontrolle über den Norden an der USA und natürlich über die ganzen Freimaureragenten und so weiter, die Kontrolle über den Süden der USA. Man konnte beide Seiten des Konfliktes dann finanzieren, den Konflikt dadurch steuern. Man hat dann so 1 Million Leute dann umgebracht, mindestens. Und dann grassierte wieder eine Zeit lang richtig heftige Armut. Und die Hannoveraner und ihre Abkömmlinge behielten noch weiterhin ihre Kontrolle. Diese Oligarchen und Raubbarone waren weiterhin Raubbarone. Es hat an der globalen Machtkonstellation nichts wirklich geändert. Aber die Bevölkerung wurde halt eben drangsaliert und ein Haufen Leute sind gestorben. Rund 60 Jahre später folgte ein von den Hannoveranern angezettelter Weltkrieg, Weltkrieg Nummer 1, den wir hinter mir sehen als populäres Videogame für die PlayStation. Ein Weltkrieg, in dem formell das von Hannoveranern dominierte Deutschland gegen das von Hannoveranern dominierte Russland und gegen das von Hannoveranern dominierte Britannien mit den USA im Rücken kämpfte. Also ein scheinbarer Familienkrieg, der aber wieder nur einen Haufen gewöhnlicher Menschen tötete. Und einen Haufen Wohlstand vernichtete. Gleich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg folgte die sogenannte Revolution in Russland. Formell hatten die britischen, amerikanischen und deutschen Hannoveraner gemeinsam einen Haufen Kommunisten ausstaffiert, um die russischen Hannoveraner, Romanow, zu stürzen und zu ermorden. Und der regierende Zar damals in Russland sah aus wie der Zwillingsbruder des deutschen Kaisers und der Zwillingsbruder des britischen Königs. Allerdings gab es 1918 und in den Folgejahrzehnten, in ein paar Jahrzehnten nachher, gab es keinen einzigen schlüssigen Beweis dafür,
dass die Zarenfamilie in Russland tatsächlich von betrunkenen Revolutionären hingerichtet wurde. Erst viele, viele Jahrzehnte später, nach dem Ende der Sowjetunion, präsentierten russische, britische und amerikanische Wissenschaftler, denen ich keinen Deut traue, einen angeblichen DNA-Beweis anhand von Knochenresten aus einem zufälligen Waldfund. Ein DNA-Beweis, der aber leicht hätte manipuliert werden können. Also es gibt hier... also wie gesagt, das ist überhaupt nicht überzeugend. Mal abgesehen davon, wenn der letzte russische Zar gar nicht wirklich ermordet wurde, 1918, dann wäre er sowieso ein paar Jahrzehnte später des natürlichen Todes gestorben, also hätte man dann immer noch ein paar Knochenreste dann hier quasi dann benutzen können, um dann in den 1990er Jahren oder nochmal 10 Jahre später einen DNA-Beweis zu führen, dass dafür, dass angeblich dann 1918 dieses Massaker stattfand. Also es gibt keinen überzeugenden Beweis, dass damals die Romanows umgebracht wurden. Europa und die USA förderten, nach dem angeblichen Mord an der Zarenfamilie, förderten mit endlosen Lieferungen an moderner Technologie den Umbau Russlands zur Sowjetunion und festigten damit auch Moskaus grausame Kontrolle über die sowjetischen Satellitenstaaten. Die Sowjetbürger wurden in relativer Armut und absoluter Unfreiheit gehalten. Und ich meine, selbst die klassische generelle Verschwörungssicht auf den Aufbau der Sowjetunion mit westlicher Technologie, selbst diese Sicht geht ja schon relativ weit. Also, dass man wirklich den Russen alles verkauft hatte. Die Stromtechnologie und Fahrzeugtechnologie und Motorentechnologie und Flugzeugtechnologie und Schiffstechnologie und. Also der komplette Aufbau Ost. Und selbst in der klassischen Verschwörungssicht wird hier angenommen, dass halt der Westen den Ostblock aufgebaut hat als Bedrohung. Dass man halt hier im Westen sagen konnte, wir brauchen jetzt massive Rüstung und wir brauchen jetzt hier die Kontrolle und NATO und Zentralisierung. Und laut der klassischen Verschwörungssicht entglitt dann den westlichen Eliten irgendwann die Kontrolle über Russland. Also man hatte dann natürlich am Anfang die ganzen Spione geschickt als sogenannte Kommunistenrevoluzzer, also irgendwelche New Yorker Strohmänner, die man da geschickt hat. Die Briten haben das dann bezahlt und Kanada hat dann mitbezahlt und sogar deutsche Adlige über ihre Geheimdienste haben dann mitbezahlt, dass halt diese Revoluzzer dann mit einem Haufen Gold ihren Weg bahnen konnten nach Russland, Petrograd und die ganze Geschichte. Aber wenn wir jetzt von diesem anderen Szenario, diesem heftigeren Szenario ausgehen, das ich Ihnen hier gerade beschreibe, laut diesem Szenario waren die Romanows überhaupt nicht umgebracht worden, sondern sie sind einfach woanders hingebracht worden. Man wusste zuvor schon, dass die klassische Monarchie in Russland nicht mehr zu halten war. Man musste das Land modernisieren. Man brauchte neue Technologien. Man musste verhindern, dass halt eben dann den Romanows und halt eben Hessen-Kassel, Sachsen-Coburg-Gotha, Hannover, dass denen die Kontrolle über Russland entgleitet. Man musste also einen Haufen Leute aus der russischen Mittelschicht kaputt machen. Man musste die Bürger drangsalieren, man musste halt eben hier Reichtum verhindern in der Bevölkerung. Und was lag näher als eine Fake-Revolution in Russland? Genauso wie man später in den 1990er Jahren nach dem Ende der Sowjetunion eine Fake-Revolution gemacht hat. Was lag damals näher? Und die größte Bedrohung war ja halt eben dann aus dem eigenen Land in Russland. Also stellen wir uns vor, die Romanows werden weggebracht, einen geheimen Ort in Russland, geheimes Kommandozentrum oder halt nach England, in einen geheimen Landsitz, bekommen eine neue Identität. Romanows bleiben Verwalter. Also sie kennen ja Russland in- und auswendig, bleiben die heimliche Regierung von Russland, natürlich im Exil in England. Und
in diesem Szenario schickt dann eben dann dieser Superclan, schickt dann diese heimliche Weltregierung, schickt ihre Kommunisten nach Russland, startet einen Bürgerkrieg, die Weißen gegen die Roten, vernichtet einen Haufen Menschen, etabliert den Kommunismus, baut den Kommunismus auf mit westlicher Technologie, westlichem Geld. Und unterdrückt dann eben das russische Volk, das sowjetische Volk. Stellen Sie sich das vor, meine Damen und Herren.